kommen wir zur zweiten, zur nächsten Frage. Yeah. Die war ja, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen. Kann es hier zu Problemen mit meinem früheren Arbeitgeber dann kommen? Also vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dich kurz korrigieren darf, nicht meinem früheren Arbeitgeber, sondern meinem bestehenden Arbeitgeber ist hier gemeint, weil diese Frage bezieht sich, glaube ich, darauf, ich bin angestellt und möchte ergänzend nebenzu die Selbstständigkeit starten. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende und dementsprechend auch berechtigte Frage. Aus mehreren Blickwinkeln heraus. Einerseits muss man an dieser Stelle zuerst einmal festhalten, dass sicherlich kein Unternehmen glücklich darüber ist, wenn ein oder kaum ein Unternehmen glücklich darüber ist, wenn man sich nebenbei selbstständig macht. Leider Gottes verstehen oder ja, sind sehr viele Führungskräfte und Geschäftsführer und Vorstände dann der Meinung, wenn man nebenbei ein Business betreibt oder ein Business startet, dass man dann nicht mehr in der Lage ist, die vollständige Aufmerksamkeit auf seine bestehende Tätigkeit, also auf sein Angestelltenverhältnis führen kann oder legen kann und dementsprechend die Arbeitsleistung im Angestelltenverhältnis rückläufig ist. Also das ist schon mal grundsätzlich so mal ein erstes Statement dazu. Viele Unternehmen sind einmal grundsätzlich nicht glücklich darüber, wenn sie sich nebenberuflich selbstständig machen können. Und teilweise habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, dass sie dann im Angestelltenverhältnis auch dementsprechend, ja, sage ich jetzt mal, spüren lassen und dann gegebenenfalls bei der nächsten Beförderung vielleicht übergangen werden oder ja, vielleicht gar nicht zum Bewerbungsgespräch für eine neue Stelle eingeladen werden. Und das ist einmal grundsätzlich so die Denkweise von vielen Unternehmern beziehungsweise Führungskräften. Aber wie gesagt, ich möchte hier nicht alle Führungskräfte und Geschäftsführer in einen Topf werfen, sondern es gibt hier sicherlich Ausnahmen, aber das ist halt so der gängige Zugang dazu. Und auf der anderen Seite kann es dann ergänzend dazu natürlich auch noch zu rechtlichen Rahmenbedingungen kommen oder zu rechtlichen Problemen kommen mit dem Arbeitgeber. Gerade vor allem, wenn man sich hier einmal seinen persönlichen Dienstvertrag anstellt oder ansieht. In vielen Dienstverträgen ist nämlich dokumentiert, dass eine Nebenbeschäftigung genehmigt werden muss seitens des Arbeitgebers beziehungsweise seitens von Unternehmen, für die man arbeitet. Und hierbei oder hierfür habe ich Ihnen einmal einen Auszug aus einem meiner alten Dienstverträge mitgebracht, wo Sie hier exklusiv eine oder explizit einen Auszug finden zum Thema Nebenbeschäftigung und Beteiligung. Vielleicht kannst du mit der Maus ein bisschen mitgehen, wenn wir uns das anschauen, Philipp. Der, die Angestellte, verpflichtet sich während des aufrechten Bestandes des Dienstverhältnisses, seine, ihre gesamte Arbeitskraft der Tätigkeit für den Arbeitgeber zu widmen. Ja, gut. Diese Aussage ist noch nicht einmal grundsätzlich logisch. Also wenn ich von jemandem bezahlt werde, dann sollte ich auch meinem Job nachkommen und alles dafür tun. Also hier noch nichts Besonderes. Jetzt kommt's aber. Jede Nebenbeschäftigung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Arbeitgebers, unabhängig davon, ob sie entgeltlich oder unentgeltlich ausgeübt wird. Der Arbeitgeber wird eine Genehmigung nur aus sachlichen Gründen verweigern. Im Übrigen gilt § 3 Absatz 6 Bankenkollektivvertrag. Also Sie sehen hier einmal grundsätzlich, dass Sie, sobald Sie eine Nebenbeschäftigung ausüben oder ausüben möchten, das immer mit Ihrem Arbeitgeber abstimmen müssen. Und dementsprechend obliegt es dann dem Arbeitgeber, ob der dieser Nebenbeschäftigung zustimmt oder nicht. Und wichtig in dieser Aussage ist eben auch, es handelt sich hierbei um entgeltliche und unentgeltliche
Tätigkeiten. Das heißt, beispielsweise, wenn Sie auch für einen Fußballverein in den Vorstand gehen, jetzt als Beispiel, wo Sie keine Entlohnung dafür enthalten, dann ist es trotzdem eine Tätigkeit, welche Sie Ihrem Arbeitgeber melden müssen. Und dieser Arbeitgeber muss dann das Ganze dem Ganzen auch zustimmen. Also es geht hier nicht nur darum, um Nebenbeschäftigungen, wo Sie Cash generieren, sondern eben auch um unentgeltliche Tätigkeiten. Also grundsätzlich immer, wenn Sie nebenbei etwas machen, bitte das Ganze mit Ihrem Arbeitgeber abstimmen. Denn das Ganze kann dann in weiterer Folge nämlich wirklich auch, wenn Sie das nicht tun, zu rechtlichen Problemen führen. Gehen wir dann vielleicht noch weiter in diesem Passus. Dem der Angestellte ist auch die direkte oder indirekte Beteiligung an einem anderen in- oder ausländischen Finanzdienstleistungs- oder Bankunternehmen unter vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers untersagt. Also hier geht es wirklich auch darum, also man muss hier nicht lediglich arbeiten dafür, sondern auch wenn man sich bereits an einem Mitbewerber unter Anführungszeichen beteiligt, dann kann das schon untersagt werden. Also man muss auch hier eine Meldung einfordern oder eine Meldung abgeben und die Zustimmung einfordern. Der bloße Erwerb, wenn auch mit Gesellschafterrechten verbunden, Kapitalbeteiligung an einem Unternehmen in Form des Erwerbs börsennotierter Wertpapiere ist jedenfalls auch ohne schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers zulässig, sofern mit dieser Beteiligung keinerlei unternehmerischer Einfluss verbunden ist. Also damit ist gemeint, wenn Sie jetzt also in diesem konkreten Fall bezieht sich das auf die Bank- oder Finanzdienstleistungsbranche, wo ich ja die ersten 21 Jahre meines Berufslebens tätig war. Und so wäre es hier natürlich schon erlaubt gewesen, von einem Mitbewerber Aktien zu kaufen. Aber sobald es halt darum geht, wirklich größere Beteiligungen einzugehen, dann ist das Ganze untersagt bzw. benötigt einer Zustimmung. Und aus diesem Grund empfehle ich Ihnen immer, hier wirklich mit Ihrem Arbeitgeber Rücksprache zu halten, die Zustimmung einzuholen und bevor man das Ganze tut, natürlich auch einmal Ihren Dienstvertrag genau durchzulesen und schauen, welchen Passus dieser bezüglich Nebenbeschäftigungen und Beteiligungen beinhaltet. Also kurz gesagt, ja, es kann zu Problemen mit dem Arbeitgeber kommen. Gut, dann danke Daniel. Genau. Ja, und vielleicht da an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, auf unseren Online-Lehrgang Gründen und Selbstständigkeit starten. Und in diesem Online-Lehrgang beschäftigen wir uns neben zahlreichen anderen Themen, wie zum Beispiel die Gewerbeanmeldung, dem Businessplan und so weiter, eben auch mit solchen speziellen Fragen, wenn Sie nebenberuflich beschäftigt oder starten möchten, worauf Sie dabei achten müssen. Vielleicht den Link haben wir Ihnen hier auch verpackt. Also wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann besuchen Sie einfach bitte unsere Academy Business Fragen und dort finden Sie eben den Kurs Gründen und Selbstständigkeit starten.